Ja, eine kleine Info vorab, und zwar ist leider eine Folge verloren gegangen. Ich habe keine Ahnung, wo die hin ist. Sie ist jedenfalls nicht auf meiner Festplatte. Das ärgert mich ein bisschen, aber kurze Zusammenfassung. Ich habe die Tür aufgemacht. Den Schlüssel gab es bei dem Schmied, den konnte man sich für 20.000 Seelen kaufen. War drinne, habe ein paar Geister gekillt. Also was ist Geister? Da rennen ein paar Typen rum, die habe ich gekillt und das war's. Dann bin ich wieder raus. Hat ein bisschen länger gedauert, weil ich ein paar Mal gestorben bin, also damit war eine Folge voll. Aber es ist nichts Wichtiges passiert. Also viel Spaß bei der nächsten Folge und ich hoffe, euch gefällt's. Bis dann. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls. Ihr seht schon, wir sind hier in was? Neulondo? Ist das Neulondo? Ich glaube, es heißt Neulondo. Ich wollte mich mal hier ausprobieren, weil der Wald ja ganz schön kompliziert war. Ich hoffe einfach, dass es hier besser wird. Warum tun die uns nichts? Wollen die uns veräppeln? Hallo? Das ist Dark Souls. Sie können nicht nett sein. Was ist das hier? Das sieht aus wie ein Fahrstuhl. Es ist ein Fahrstuhl. Na, nun bin ich mal gespannt. Ich habe nur zwei Flakonsel. Was ziemlich kacke ist. Ich habe ja gehofft, dass hier irgendwie gleich ein Leuchtfeuer ist, damit man. Oh ne. Das ist jetzt kacke. Komme ich doch wieder irgendwie hoch? Ach so. Es geht abwechselnd hoch und runter. Dann habe ich nichts gesagt, denn hier ist alles gut. I. Na, hallo. Du kriegst jetzt auch die Fresse, das weißt du, ja? Ich habe schon mal zwei von euch gekillt, das war nicht so das Problem. Aua. Wenn du unten bleiben würdest, einmal kurz. Ja. Schaden machst du trotzdem ganz schön, wa? Ich habe schon eine Gargoyle-Axt. Brauch keine. Easy. Ich weiß gar nicht, ob die Gargoyles hier wiederkommen. 2500. Naja. Naja. Na hoch. Das ist ja frustrierend. Warum geht's da nicht weiter? Und was gibt's denn da? Moment. Kann man da nicht auch irgendwie hoch? Dann auf den Balkon da springen? Dann ist man ganz geheim irgendwo oben. Habe ich da nicht mal was gesehen? Kann das sein? Fragen über Fragen. Ui. So. Das dürfte eine gute Truhe sein. Keine böse. Kette liegt weg von mir. Ja, danke an Neverhead für die Info. Dämonentitanit. Schön. Kann ich nicht viel mit anfangen. Ich bin trotzdem einfach mal dankbar. Ich überlege gerade echt da hochzugehen. Na, nein, wir gehen erstmal wieder hoch zu den Rittern. Schauen, was es mit denen auf sich hat. Wenn wir da noch irgendwie wieder hier hinkommen. Oh. Gut, wir kommen da wieder hin. So. Also der Gargoyle, der war jetzt nicht so schwierig, muss ich mal ehrlich sagen. Ich mag das Gebiet hier sehr. Scheint nicht so schwierig zu sein, wie erwartet. Ich frage mich eigentlich, wir sind doch eigentlich online. Ich wurde noch nicht einmal invaded oder ich habe noch nie hier irgendwie so einen Hilferuf Dings auf dem Boden gesehen. Spielt das keiner mehr oder? Kann ja sein, dass es keinen mehr gibt, der so mein Level ist. Weil ich einfach so low bin. Ach, guck mal, da geht's auch noch nach links runter. Und Leute, ich muss heute was richtig Schlimmes feststellen. Mein Cappuccino ist alle. Oh, Leuchtfeuer. Wer bist du denn? Warum hast du eine coole Rüstung? Und warum hab ich die nicht? Gib mir deine Rüstung. Cool. Well, you are a rare visitor.
Welcome to the lost city of Anor Londo, chosen undead. If you seek Lord Gwyn's old keep, exit here and head straight yonder. If you are the chosen one, a revelation shall visit thee. What follows thereafter depends upon you. Hä? Aber ich war da doch. Kann ich, hab ich was? Nein. What is it? What am I? Well, I am the keeper of the bonfire. If not for me, what beacon would there be in this lost city? A gatekeeper and a guide. That is my calling. The bonfires attended by the keepers are special. They are linked to one another, and their flames never die. Yet never shall the keepers of these flames meet. Schön. If you require rest, now is the time. That is, after all, what the bonfire is for. If you require rest, ja, gut. Now is the time. Aber ich will ihre Rüstung haben, die sieht cool aus. Und ist sogar entfacht. What the fuck? Muss ich die da... Mann, ich weiß nicht, ob ich die Rüstung kriege, wenn ich die kill, aber ich glaube eher weniger. So. Geh geradeaus und du dir in die Offenbarung wieder fahren. Ich bin geradeaus gegangen und es ist nichts passiert. Es ist original. Nichts passiert. Gut, da war ein Gargoyle. Okay. Den habe ich gekillt. Was ist dann passiert? Nichts. Was soll ich mit dieser krassen Offenbarung anfangen? Da sind zwei Kisten. Es war so klar. Es war einfach so klar. Oh. Eieiei. Ihr seid groß. Wisst ihr das? Aua. Gut, die machen aber da, finde ich, allzu viel Schaden. Ich kenne euer Moveset noch nicht so krass und ich... Oh. Ihr seid halt zwei und zwei sind immer scheiße. Kommst du mit raus? Das käme mir sehr gelegen. Du kannst wieder reingehen. Ich will nur einen. Ja, das ist gut. Habe ich überhaupt was gemacht? Jetzt. Bleib doch stehen! Man kann die halt nur von hinten treffen. Oh, zisch die Beine durch. Hä? Warum lebst du noch? Haben wir nicht vorher mehr Schaden gemacht? Wenn ich krass die Ausweich-Moves könnte, können wir mehr Schaden machen. Vielleicht schaffe ich es ja. War schon mal ein beschissener Anfang. Das war dafür besser. Zwei Schläge. Das ist dann schon einiges schneller. So. Das ist Mimik. Das ist eine liebe Kiste. Funkeltitanit. Wollen wir mal probieren, gegen so ein Viech zu kämpfen? Könnte man eigentlich mal, ne? Schlag! Ach, easy. 2000. Und, was hast du dabei? Kristallhellebarde. Mhm. Ich mag mein Schwert eigentlich ziemlich. Ich mag Schwerter lieber als alle anderen Waffen. Freund oder Feind? Freund oder Feind? Feind! Naja, was heißt Feind? Eigentlich bin ich ja der Feind. Ich wollte da durch und ich darf nicht.
Das ist mir aber egal. Ich freue mich drauf, wenn ich meine Rüstung endlich wieder verbessern kann. Und wo bin ich hier eigentlich? Was ist das denn? Jetzt habe ich gerade ein bisschen Angst. 13.000 Seelen, Leute. Versiege durch die Macht des großen Fürsten gewinnen. Ah ja. Gut, dann halt nicht. Dann soll Gwyn halt das Türchen versiegeln. Die Frage ist, komme ich da jetzt erst durch, wenn der tot ist? Oder komme ich da durch? Ist es dann der Endfight gegen den da oben? Aber eigentlich doch nicht, ne? Steam Download abgeschlossen. Gothic 2. Nein, ich möchte Gothic 2 nicht let's playen. Ich habe Gothic 1 versucht zu let's playen. Das Spiel ist immer abgeschmiert. Ja. Und dann habe ich es irgendwann aufgegeben. Es läuft einfach auf meinem System nicht mehr sauber. Und halt, wenn es in jeder Aufnahme dreimal abbricht, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, und dann wollte ich halt ein bisschen Gothic 2 spielen. So, jetzt kommt der Fahrstuhl hier wieder hoch. Nee, Moment. Ist doch Quatsch. Nee, ist nicht Quatsch. Oder? Von da oben kommen wir. Dann nehmen wir die Treppe da runter. Da unten gibt's nichts mehr. Da hinten geht's auch nicht weiter. Kann er nur hier weitergehen. Dann werde ich halt das Dach da hochklettern. Wenn es nicht anders geht, dann geht es nicht anders. Ist halt so. Aber mir gefällt das Gebiet hier. Es ist... Also es wirkt am Anfang halt so schwierig, weil die Gegner recht groß sind. Aber der Schaden ist moderat. Was sie aushalten, geht auch voll klar. Ich habe mit mehr gerechnet, sagen wir es mal so. Gut. Dann werden wir jetzt mal versuchen, da hochzuklettern und nicht runterzufallen. Ich habe vergessen, wie man langsam läuft. Das war Steuerung. Ich laufe lieber langsam da hoch, weil ich habe echt Schiss, da runterzufallen. Dark Souls hat sowas ja an sich, dass man da einfach irgendwie abrutscht, weil da so ein Ziegel anders liegt und dann ist man tot. Ich weiß, was hier für Bossgegner auf uns warten. Und ich habe da jetzt schon keinen Bock drauf. Man kann das ja immer so gerne mit Freunden machen. Also Leute einladen, zu Hilfe rufen. Wo seid ihr denn? Hey! Die schmeißen mit Sachen. Backstab! Wie viel Sinn bringen die eigentlich? 1000? Waren das 1000? Ne, 360. Ah, 360, huhuhu. Ja, also der Boss, der hier kommt, das sind ja hier diese zwei, der eine Drachentyp und der fette Heini. Und je nachdem, wie man tötet, da bekommt man die Waffe. Ich glaube, wir müssen zuerst den Fetten töten und dann den Kleinen, um die Waffe von dem Kleinen zu kriegen. War das so? Ich glaube. Und die will ich schon haben. Dann muss ich mal gucken, wie die ist. Vielleicht wechseln wir dann doch mal. Kann man ja mal ein paar Waffen zeigen. Hier ist jetzt auch die Frage, will ich das Item da unten haben? Dann müsste ich dafür runterspringen. Aber ich würde den Kronleuchter nicht treffen. Was war das denn? Aua. Es hat mich getroffen. Es hat mich getroffen. Nee, ich springe da jetzt nicht runter. Ich möchte das nicht. Doch. Ach, leck mich doch am Sarg. Jetzt ist er auch noch tot, oder? Hab ich den jetzt nicht getroffen? Was war das denn gerade? Ich hab doch irgendwie so ein bisschen an dem vorbeigeschlagen, dann mich so vorbeigebackt und dann war ich tot. Mit 14.000 Seelen. Ich bin somit mit der Gesamtsituation sehr unzufrieden. Na egal. Die sind ja jetzt nicht wirklich so schwer. Und solange ich meine Seelen wieder bekomme, ist alles gut. Jo. Auf geht's.
Ich weiß immer noch nicht, was mich damals eigentlich geritten hat, Dark Souls zu spielen. Weil ich eigentlich einer bin, der sich recht schnell bei Spielen aufregt. Aber irgendwie habe ich langsam kapiert, dass es bei Dark Souls einfach keinen Sinn macht, sich groß aufzuregen, weil das gehört irgendwie zum Spiel. Ne? Und vor allem in der Aufnahme regt. Was war das? Irgendwie hat sich die Kamera kurz gedreht. Das gehört halt dazu. Ja. Bei anderen Spielen rege ich mich zum Beispiel gerne auf. TTT, ne, rege ich mich auch gerne auf. Über den Blödsinn, den manche fabrizieren. Ich mache ja auch nie alles richtig, möchte ich gar nicht sagen. Aber so kann man mal gut ein bisschen Stress abbauen, sich auslassen über etwas, ne? Alles rauslassen, ist mal gut. Auch generell so in Singleplayer-Let's Plays rege ich mich eigentlich ungern auf. Klar, ich schreie manchmal rum. Muss ja auch mal sein. Jetzt könnte ich zum Beispiel weinen, weil ich gerade sehe, wie weit weg die Seelen sind und wie viele Leute dazwischen stehen. Nein! Peter, jetzt sollte ich mich aufregen. Ha! Hab's ja gesehen! Das passiert nämlich, wenn man auf den Kronleuchter springt. Toll! Stirbt man. Weil der Kronleuchter auch runterfällt. Ja, ich bin auf die mittlere Maustaste gekommen und mittlere Maustaste ist markieren und dann bin ich einfach straight auf den Zug gelaufen und runtergefallen. Ein Level up, mein Gott. Wir wollen jetzt ja mal nicht den Teufel an die Wand malen. Damit ist das doch jetzt alles viel einfacher. Weniger Stress. Man hat nicht den Druck. Nein, es ist scheiße, Mann. So, es ist gesagt. Muss man nicht groß rumpalabern, das war dumm. Aber egal. Was mag ich eigentlich nicht? So eine komischen... Och, jetzt musst du da hochklettern. Und die ist das nicht richtig breit. Vor allem war das was ist das? Gameplay? Kann man das so sagen, dass das Gameplay ist? Ist so ein bisschen steif in dem Spiel. Und dadurch fällt man relativ schnell runter. Ja. Und dann passiert sowas. Und man verliert alle seine Seelen. Das macht einen Philipp traurig. Genauso wie so komische weiße Männchen mit. Das Zöpfe. Ja. Nee, sind das eure Haare? Sind das eure Haare, die aus Kapuzen rauskommen? Man erkennt es nicht mal. Und ich will die Rüstung von der komischen Frau an dem Feuer haben. Die war echt cool. Oh, guck mal, 720 Seelen. Moment mal. 660? Wie kann ich nur 660 Seelen haben? Man kriegt doch immer 360 von denen. Das ist sehr verwirrend. Aber dafür liegt das Item jetzt da unten, Leute. Ist doch auch nicht schlecht. Jetzt kommt er von hinten. Ey, ich bin richtig gut in dem Spiel. Habt ihr das gesehen? Habe ich den verarscht? Natürlich voller Absicht. Schnell was trinken. Vielleicht sollte ich einfach nicht den starken Schlag machen. Dann macht er immer so einen Schritt nach vorne. Und das hat mich vorhin wahrscheinlich auch gekillt. Ja. Jetzt habe ich es wenigstens verstanden, warum ich gestorben bin. Nicht schlecht, ne? Hallo, komischer weißer Mann. Frau, irgendwas. Der hat mich echt noch getroffen? Das ist frech. Das ist echt frech. Na nü. Von hier überlebe ich den Sprung aber auch nicht, Leute. Wo soll ich erst auf die nächste Stufe springen und dann runter? Never ever. Halt! Bitte, irgendwo ein Geheimgang. Dann halt nicht. Hier vielleicht. Auch nicht. Vielleicht daneben. Nö. Okay. Dann lassen wir das halt.
Geh raus aus mir! Bist du eigentlich eklig? Hey. Wer ist da? Na hoch. Damit kann ich die Treppe hier drehen. Denke ich mal. Was aber nicht nötig ist. Da sind wir vorhin lang gelaufen. Ah, ja, ja. Sehr gut. Wäre gut. Wäre auch cool, wenn das jetzt für immer so bleiben würde. Dann müsste ich nicht immer so weit laufen vom Leuchtfeuer aus. Boah, Alter, leck mich doch am Arsch. Hab ich mich erschrocken. Komm her! Ey, der ist echt easy. Der trifft ja nichts. Oh! Da haben wir sogar mehr Sachen, also mehr Gargoyle-Sachen bekommen als sonst. Ich bin ja überrascht. Obwohl, den Helm hatten wir doch schon mal, ne? Aber den Schild nicht, oder? Wenn ich mich jetzt nicht irre. Gut, jetzt sind wir hier doch ganz unten, oder? Grünau. Oh! Du Hund. Ich hab eine lange Waffe und du nur zwei kurze. Damit bist du voll am Sack. Alter. Geht's noch ganz gut. Bis sie dran sind, sind die tot. Ruf doch dein Scheiß. Komm, der nächste. Oh. Kommen die mal so von hinten, von der Seite? Assassin oder was? Oh, ei, na, 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 na. Jetzt werden wir nicht übermütig hier, Leute. Ich wurde übermütig. Was ist das jetzt? Soll das werden, wenn es fertig ist? Hat seine Waffe weggesteckt und dafür so ein blödes Schild rausgeholt? Was man nicht mal wirklich Schild nennen kann? Lächerlich. Hart lächerlich. So, was hast du dabei? Zauberei, Brust. Nein, danke. Echt. Und hier kann man echt geil farmen irgendwie. Hey. Ich sollte den schweren Angriff hier lassen. Sieht der gut aus? Kann man das machen? Ich achte bei dem Spiel eigentlich größtenteils aufs Aussehen. Alter, die ist stark. Hallo, zurück. Ich will die schon anhaben, ja. Ich bin der schwarze Ritter, Leute. Huhu. Das Atomschild schon besser. Moment. Ich bin zu schwach, um die zu tragen. Gut, dann bleiben wir bei dem Schild. Doch immer noch genauso schnell, ne? Die Rüstung sieht scheiße aus. Irgendwie, also die passt, also jedenfalls der Helm. Oder was Cooleres? Natürlich nicht. Können die Kapuze hier aufsetzen? Okay, das sieht echt, jetzt sehen wir aus wie ein schwarzer Tyrael oder so. Was gar nicht scheiße aussieht. Muss ich mal gestehen. Aber hat keine Verteidigung, das Ding. Wo ist mein Helm? Hier, Elite-Ritter. Helm. 27, 18. Scheiße. Was ist der Nachteil an dem Ding? Wie kann ich hier die Anzeige umschalten? Nein, so nicht. X.
Mann. Das ist auch immer dasselbe. Halt Steuerung C, X, Y. Leck mich doch. Keine Ahnung. Ich bleib jetzt einfach bei meiner Ritterrüstung. Wenn ihr irgendeine Ahnung habt von dem Spiel, was ihr sowieso habt, die ich nicht habe. Und ihr sagt, ach, die schwarze Ritterrüstung ist doch viel geiler, zieh die doch an. Dann sagt einfach Bescheid. Ansonsten bleibe ich bei meiner Elite-Rüstung. Oder ihr sagt mir, wo ich die goldene Rüstung herbekomme. Da wäre ich euch natürlich noch dankbarer. So, und du? Furcht bewegt sich nicht. Ja. Dahinter ist, glaube ich, so eine komische Lady. Wie ich da reinkomme, weiß ich aber nicht. Ich glaube, das war hier. Und ich sehe, dass die Folge jetzt zu Ende ist. Schon seit 5 Minuten, aber ist egal. Bisschen überziehen, ist auch lustig. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ich wünsche euch was. Ciao.